sich draußen treffen und Spaß haben. In Corona-Zeiten die beste Wahl. Ein Picknick wäre jetzt super. Ganz neu in einigen deutschen Großstädten. Lieferdienste, die jederzeit in 10 Minuten überall hin liefern. Und das soll klappen? Jetzt überleg mal, du würdest selber einkaufen gehen. Gehst 10 Minuten hin, bleibst 10 Minuten im Markt. Kasse, Nerv, Einpack, Auspack, wieder herkommen. 10 Minuten nochmal. Brauchst eine halbe Stunde. Minimum. Ja, wir bestellen, oder? Jo. Alles klar. Im letzten Jahr wurden so viele Lebensmittel online bestellt wie nie. Jetzt neu die Expressdienste. Sie heißen Bringu, Flink oder Gorillas. Sind sie echt so fix? Wie ist das Angebot? Liefern sie überall hin? Beuten sie womöglich die Kuriere aus? Was Arbeitsweise und Arbeitsbedingungen angehen, funktionieren diese Expressdienste ziemlich gleich. Darum testet Martin stellvertretend für alle den Anbieter Flink. Bestellt werden kann nur über die App. Das Sortiment? Von Obst über Drogerieartikel bis zu Tiernahrung. Die entscheidende Frage, ist es teurer als im normalen Supermarkt? Mhm. Wurst und Käse macht einen ganz normalen Eindruck von den Preisen. Hier saftige Fleischwurst, 3,99 Euro. Aber das sind alles Markenprodukte. Es gibt hier nicht diese billigen Discounter-Varianten. Das sind alles Markenprodukte. Und das wirkt für mich wie ein stinknormaler Preis. Ja. Toastbrot. Hier, ist das Markenprodukt 1,39 Euro? Ja. Ist normal. Ist normal, ja. Okay, wir bestellen jetzt ein bisschen was. Martin sucht alles, was sie fürs Picknick brauchen. Brötchen, Käse, ein bisschen Obst. Doch da gibt's eine Enttäuschung. Diese Weintrauben gibt's nicht. Ah. Ausverkauft. Was gibt's denn? Wir können Erdbeeren nehmen. Dann nehmen wir Erdbeeren. Aber ich sehe gerade, bei vielen Sachen steht groß drunter ausverkauft. Schnell ausverkauft, weil wenig Lagerfläche? Oder warum? Und ein bisschen was Süßes wäre nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob wir Eis kriegen. Eiskalt. Das macht die Lieferung nicht einfacher. So, jetzt Warenkorb. Ah, jemand war schneller als du. 3 Stück Wiener Brot, Dinkel, wurden mir gerade weggekauft. Oh, das gibt's doch nicht. Ich muss was Neues dazu kaufen. Da musst du schnell sein. Fix muss hier offensichtlich nicht nur der Bote sein. Bap. Bin mal gespannt. Zeit läuft. 15 Minuten. Was für ein Luxus, sich das Picknick liefern zu lassen. Mal sehen, ob der Bote Martin schnell findet. Guck mal, also während wir jetzt hier dribbeln, ist da irgendeiner wahrscheinlich in so einem Affenzahn, in so einem Lager am Einpacken, total verschwitzt und gestresst und fährt jetzt mit dem Fahrrad zu uns. Bei den Express-Lieferdiensten können wir fast rund um die Uhr ohne Voranmeldung bestellen. Die Liefergebühren sind im Vergleich zu herkömmlichen Supermarktlieferdiensten eher günstig. Und es gibt auch keinen hohen Mindestbestellwert. Ob sich das Geschäftsmodell rechnet? 7,5 Minuten und ich habe ihn da vorne gerade schon stehen sehen. Der ist da. Wahnsinn! Martin musste bei der Bestellung eine ganz konkrete Lieferadresse nennen. Sein Essen mitten in den Park liefern zu lassen, funktioniert nicht. Deshalb hat er einfach die nächste Kreuzung angegeben. Guck mal. Hi. War die dunkel, Mann? Ja. Kann ich einmal bei dir kurz raufgucken, um zu überprüfen, ob du das doch du bist? Also einfach nur die Order zeigen. Alles klar. Ist das? Ey, du warst in 7,5 Minuten hier. Ja. Wie geht das so schnell? Wie machst du das? Fahrrad, Elektrobike, geht super schnell. Und was wäre, wenn ich jetzt zu viel bestellt hätte? Wenn jetzt der Einkauf groß oder zu groß wird, wird es dann langsamer oder schaffst du es immer in 10 Minuten? Nee, wir schaffen es eigentlich immer in 10 Minuten. Krass. Das ist unser Ziel. Ja? Ja. Zeig mal her. Nur eine Papiertüte. Aber ist auch alles drin, was Martin bestellt hat? Shit, meine Erdbeeren fehlen. Die Erdbeeren fehlen. Die Erdbeeren fehlen, ne? Nicht nur die Brötchen wurden weggekauft, sondern auch die Erdbeeren sind während der Bestellung rausgeflogen. Wenn man sich zu viel Zeit lässt mit dem Bestellvorgang und mit dem Abschluss, dann kann es sein, dass die Erdbeere jetzt irgendwo anders da vorne ist und irgendein anderer dir aufisst. Mist. Wie kann es sein, dass Sachen einfach so aus dem Warenkorb verschwinden? Diese Frage wird Martin gleich im Lager des Lieferdienstes klären. Beim Eis fällt ihm auf, durch die schnelle Lieferung ist das auch ganz ohne Kühlakkus noch tiefgefroren. Die Lager der Express-Lieferdienste liegen auf dem Hinterhof. Martin trifft Verkaufsmanager Ronald Kellner. Was macht sie jetzt gerade? Warum läuft sie? Ja, wir haben gerade eine Bestellung bekommen vom Kunden. Und da wir in 10 Minuten liefern, ist das Ganze relativ schnell.
Rund 2000 verschiedene Artikel gibt es hier. Ein Lager versorgt im Schnitt 12 Quadratkilometer Stadtfläche, so groß wie 1680 Fußballfelder. Wie lange hast du Zeit pro Order? Das kommt auf die Größe der Order an. Aber so im Schnitt? Geil, man kann sie gar nicht interviewen, weil sie so schnell ist. Trödeln ist bei einem 10-Minuten Lieferversprechen nicht drin. Wie lange hast du jetzt gebraucht? 1:20. Krass! Sag mal, sie war jetzt raketenschnell. In 1:20 hat sie gesagt. Ist das normal? Gibt es da Vorgaben, wie schnell sie fertig sein muss? Na, also wir versuchen es in 1,5 Minuten eigentlich immer zu schaffen. Ja. Na gut, deine Tüte Chips, 5 Sekunden, da sind wir sehr, sehr schnell. Dein Wocheneinkauf mit 80 Produkten, ja, brauchen wir natürlich ein paar Minuten mehr. Aber im Durchschnitt schaffen wir es in 1,5 Minuten. Bleiben noch 8,5 Minuten für die Fahrt zum Kunden. Damit das klappt, sind die Liefergebiete der Express-Lieferdienste generell recht klein. Maximal 2 Kilometer rund um die Lager. Die beiden 10-Minuten-Lieferdienste Gorillas und Flink liefern momentan in 12 deutschen Großstädten. Weitere sind geplant. Rentabel arbeitet jedoch noch keiner der Schnelllieferanten. Aber kann man sich hier wirklich guten Gewissens eine Tüte Chips bestellen? Oder werden die Mitarbeiter ausgebeutet? Wie geht ihr mit denen um? Kriegen die gutes Geld? Ja, die sind bei uns festangestellt, bekommen übertariflichen Lohn. Und das komplette Wohlfühlpaket, das heißt, wir sorgen dafür, dass sie ein E-Bike haben. Die kriegen bei uns 20% Rabatt auf alle Einkäufe. Machbar bei allen Lieferdiensten, aber auch als Nebenjob. Eine Frage hat Martin noch. Ich habe vorhin Brötchen bestellt, ne? 3 Körnerbrötchen. Und während ich das bestellen wollte und fertig machen wollte und bezahlen wollte, waren die wieder weg, weil die wurden mir weggegriffen, hieß es. Ja, wenn aus ist, es aus. Damit wir beispielsweise nichts wegschmeißen am Ende des Tages, gehen wir da sehr konservativ ran und wollen quasi, dass die Produkte immer eine gute Qualität haben. Leuchtet ein. Und jetzt Großeinkauf. Spontan bei dir übernachten, was? Wir könnten doch indisch kochen. Draußen ist alles zu, einkaufen kann ich nicht mehr, also muss ich bestellen. Der Härtetest. In 10 Minuten Großeinkauf mit exotischen Gewürzen. So, für mein Hähnchen-Curry habe ich alles bekommen, bis auf Kardamom und Kreuzkümmel. Zu exotisch darf der Einkauf also nicht sein. 20 Produkte hat Martin jetzt im Warenkorb. Also, er hat es geschafft in 8 Minuten 56. Auch ein spontaner Großeinkauf geht also mit den Express-Lieferdiensten. Das war jetzt eine recht große Bestellung, wa? Jo, aber hast geschafft schon. Jo. Zeit für lange Gespräche hat der Fahrer nicht. Check des Großeinkaufs. Diesmal ist alles da. Härtetest bestanden. Also am allermeisten hat mich fasziniert, dass sie das wirklich schaffen, in weniger als 10 Minuten den Einkauf zu mir zu bringen. Man muss wissen, es gibt keine No-Name-Produkte, das sind alles Markenprodukte, also es ist ein bisschen teurer als im Discounter. Aber in so Situationen wie bei mir jetzt, wenn du spontan was brauchst, ist es echt hilfreich. Auch wenn nicht immer alle Produkte verfügbar sind und der Käufer ziemlich schnell sein muss bei der Bestellung, kann man die neuen Express-Lebensmittellieferdienste mit gutem Gewissen ruhig mal ausprobieren.